Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Die Sims 3 in Sunset Valley. Na, New Sunset Valley, so wollte ich sagen. Ja, ich habe in der letzten Folge ja gesagt, dass ich noch schaue, dass ich irgendwie das Geld von Antonia, die ja, keine Ahnung, 170, 180.000 Simoleons hatte, auf die ganzen Leute aufteile. Das habe ich dann doch noch irgendwie geschafft. Ich habe dafür die Familien umbenennen müssen. Aber wurscht. So, wir haben jetzt das Geld, dass wir hier ein bisschen schönere Möbel und so verwenden können. Und schau mal, einen neuen Ding. Das hier neu oder da. Wir machen das ein bisschen heller, damit ich hier das sehe. Und zwar, was nehmen wir denn für einen Ofen? Wir nehmen 1300, 1400. Kochen, selbst reinigen, schneller kochen. Schneller kochen lernen, okay. Der ist eigentlich voll cool, gell? Den werden wir dann einfach mal hier umswitchen, oder? Oder machen wir den Kühlschrank. Den umwandeln in... Warte mal, den hier können wir... Ich glaube, das Grün lasse ich einfach. Das gefällt mir gerade ziemlich cool, gut. Oder blau oder was auch immer das sein soll. Und hier nehmen wir einfach so die Farbe dahin und machen die noch ein bisschen dunkler oder so. Katze, was ist? Katze, was ist? Genau, damit wir dann hier mal ein bisschen Unterschied haben, werde ich hier einfach mal das Ding hier so grün machen. Dann passt das nämlich auch ein bisschen besser zusammen. So, dann brauchen wir einen Esstisch. Das kann ruhig ein kleiner Esstisch bleiben. Aber... Habe ich hier, kann ich hier auch die Farbe so ändern? Also das ist das alles. Okay, nee, das mache ich nicht so. Und das wäre so. Und was sind das hier? Ah, die Punkte wahrscheinlich, ja? Ja, genau, die lasse ich so. So, und dann haben wir hier noch wunderschöne Sessel, die da dazu passen, ja? Da werden wir einfach vier Stück, warte mal. Den einen werde ich jetzt nochmal weggeben. Dann sagen wir hier Recolor, bitte. Und wir recolern das hier so rein. Und das hier wird bitte auf den Sessel übertragen. Ja, genau. So gefällt mir das schon viel besser. So. Genau. So gefällt mir das relativ gut eigentlich. So. So, dann haben wir hier, genau, vier Plätze zum Sitzen. So, den Tisch lasse ich mal, die Couch tausche ich aus. Einfach, weil ich hier bessere Qualität haben möchte. Einen Zweisitzer und einen Einsitzer. Was ist mit dem? Umgebung 2. Komfort 2. Komfort 3. Aber das ist halt relativ dunkel, gell? Und vor allem habe ich da auch was Passendes in klein. Naja. Und da wäre mir das hier fast lieber, gell? In irgendeiner anderen Farbe vielleicht noch. Hier in Weiß hätten wir das noch. Genau, in Weiß passt mir das. So, Katze, du bist schon wieder im Bild. Komm her. Ja, das passiert ja nichts. Du musst mir nur... Schau, den Tee gebe ich weg, du kommst hier. Dahin. Da. Dann halt nicht. So, ja, Schatzi, ich habe gerade einen Kaugummi im Mund und den magst du nicht, ich weiß. Aber ich kann den jetzt auch nicht einfach wegschmeißen, sondern ich brauche den auf.
logischerweise. Ach, das ist dann so ein Dreier-Ding. Scheiße. Haben wir das echt nicht, ein Zwei-Ding-Format? Okay, warte mal, wir setzen das einfach weiter rüber und so, gell? Ha, dann machen wir es einfach so, gell? Dann passt das wenigstens irgendwie zusammen. Und hier setzen wir dann noch einen Teppich hin. Einen, der besser ausschaut. Ja, die Größe passt. In irgendwas Hellem, bitte. So. Ich könnte das hier auch noch so hell machen, ne? Also irgendwie ein Kummel, ist es eher so rosa? Kann das sein? Ja klar, ist das ein roten Wurscht. Wurscht, dann lassen wir es halt so ein bisschen rosa, ist egal. So, dann wollen wir hier natürlich ein Zimmer haben für unser Kind, für unsere Tochter, für unsere Süße. Und für uns selbst auch noch den Spiegel. Warte mal, die Kommode, die tue ich weg. 36 Simoleons. Wir kriegen auf alle Fälle noch ein Auto. Ein Auto möchte ich noch haben, weil ich meinen Parkplatz haben wir dafür, ja. Warte, das kann ich erstmal weggeben. So. Genau, und da möchte ich noch ein Auto haben. Das ist richtig gigantisch, das Auto. Aber es ist wurscht. Es ist dann unser Auto, genau. So, dann brauchen wir hier natürlich noch... also erstmal, das stelle ich hier rein. Oder, warte, stelle ich da rein, ha? So. Weil das Bett stand ja auch irgendwie hier so. Warte. Stopp. Ich möchte gerne das hier haben. In dem Beige. So. Und dazu passend gibt es ja hier diese Kommode. Auch in so einem Beige. Oder, warte mal, soll ich die? Warte mal, die stelle ich mal kurz dahin. Das Bett kommt hier hin. Ich glaube, so gefällt mir das besser. Dann brauche ich noch... das hier in dieser Farbe. Na, das passt besser. Das passt schon mal besser. Und die Tür, die werden wir jetzt natürlich auch noch verändern. Handtool, die werden wir hier hinsetzen. Gut, dann brauchen wir jetzt noch erstmal ein Babybett. Dann nehmen wir das aus Holz. Dann nehmen wir... keine Ahnung, was wir da nehmen. Ein Kinderbett noch, gell? Das wollte ich noch reinsetzen. Weil das Kind wird jetzt dann natürlich größer. Und es soll dann natürlich auch irgendwo schlafen können. Das Doppelbett, gell? Doppelbett hier. Da wir eine Tochter haben, hätte ich das gerne. Warte mal, gibt es da nicht so ein anderes noch? Das hier, oder? Nee. Da wir eine Tochter haben, wollte ich eigentlich sagen, würde ich das gerne hier irgendwie einfärben. In rosarot. Warte mal. Das hier und das hier. Ja.
Und das hier werden wir einfach heller machen. Und ganz hell und das hier auch ganz hell, gell? Und genau, das passt dann so schon, weil dann haben wir ein Kinderbett und ein... So, okay. Gut, dann wollen wir hier natürlich noch das Badezimmer auch ein bisschen luxuriöser gestalten, indem wir hier einfach mal eine Eckdusche reinhauen. Habe ich hier keine Eckdusche? Da ist eine Eckdusche. Hygiene 9. In weiß, bitte. Dann ein besseres WC. Darf auch rein. Und das Waschbecken kann eigentlich so bleiben, würde ich mal sagen. Oder, warte mal. Wir können auch das hier verwenden. So. So, und der Spiegel kann eigentlich bleiben. Gell? Das kann eigentlich sonst alles bleiben. Die Kleine hat dann noch den Ding. Ja, ist wunderbar. Ausgezeichnet. Und hier unten haben wir auch noch ein anderes WC, bitte. Und eine Dusche könnte man eigentlich auch schauen, dass wir die hier reinstellen, gell? So. So. Haben wir da einen Spiegel? Nee. Da setzt man auch noch einen Spiegel hin. Spiegel. Mhm. Yeah. Echt jetzt? Lol. Okay, so geht's auch, gell? Nee, wir setzen hier eine Badewanne rein, würde ich sagen, oder? Eine einfache, schlichte Badewanne. Hier, Hygiene 6, Entspannung 7. So. Gut, dann... Warte mal, braucht irgendwer noch... Genau, wir schreiben einen Schreibtisch, brauchen wir jetzt noch. Einfach nur, damit sie einen Schreibtisch haben. Nehmen wir den hier gleich. Ja. Den hier in einer anderen Farbe. Gefällt mir besser. Einen Sessel dazu. Genau. Und noch einen Computer dazu. So. Gut. Haben wir hier auch noch irgendwo ein Bücherregal? Ein Bücherregal wäre noch cool. Ein Bücherregal bitte noch. Nee. 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 Toll, was gefällt mir? Nix. Gibt es das in Weiß auch? Ja. Jo. So. So gefällt mir das eigentlich ganz gut, gell? Dann wären wir nämlich hier bei Familie Hope Leon fertig und können jetzt weitergehen in Stadt bearbeiten und erstmal fortfahren. In der Hoffnung, dass das Spiel nicht abkackt. Hier mal kurz zur Beschreibung. Ich hatte hier überall Hope stehen. Hope, Hope, da stand Song, hier stand Song. Dann auch nochmal hier Hope und Hope. Und wie ihr schon seht, ich habe hier Hope Christoph, alles gleich zusammengeschrieben. Hope Ben, Song Alarich, Song Tadeo, Hope Anita und Hope Leon hingeschrieben. Und nur wie ich die Familien so umgeschrieben hatte, oder als ich sie so umgeschrieben hatte, hat es dann auch funktioniert, dass ich... dass ich das Geld zuweisen konnte und halt von jedem so machen konnte. So, fortfahren. Ja, fortfahren. Wir fahren fort. Hallo? Stopp? Pause? Pause? Achso, bei denen... Ah, bei Adderidge waren wir ja schon. Okay, nochmal. Stadt bearbeiten. Fortfahren. Wo waren wir denn noch nicht? Wir wollten Ben, glaube ich, das letzte Mal machen, ne? Und Christoph haben wir auch schon fertig. Okay, Ben wird noch ein bisschen zu lange dauern. Wir schauen hier mal kurz bei... Also, oh, Hope. Und sie habe ich vergessen. Ich glaube, Gloria sollte dann mal ihren Namen wieder ändern oder so. Was? Sie hat 0 Simoleons? Oh.
Ach du Kacke. Okay, warte mal. Das kann ich so nicht machen. Testing Cheats enabled. True. Und zwar muss ich jetzt, was hatten er? 5, 6, 70. Family Funds Hope. 5, 6, 70. Sie kriegt einfach mal gleich viel. Ich hoffe, das hat jetzt. Ja, okay. Ich wusste nämlich Hope 0 gesetzt, 0 gesetzt. Und bei Anita hat es nie hingehauen. Okay, ich glaube, ich weiß warum. So. Dann, meine Liebe, geht's bei dir jetzt mal kurz weiter. Hier, stopp. Du kriegst kein Auto. Du kriegst auch hier sonst nichts Besseres. Du hast nichts Besseres verdient, ehrlich gesagt. Achso, und Bett hatte ich dir schon ein Besseres gegeben, ne? Okay. Ist wurscht. Dann müssen wir hier weiter fortfahren. Ich glaube, bei ihm hatte ich auch schon was geändert. Okay, dann haben wir eigentlich nur noch Ben und Dingens. Warte mal, du bist auch einer. Oh, okay, bei dir habe ich nichts geändert. Okay, du kriegst noch ein besseres Bett. Du möchtest... du kriegst noch ein besseres Bett. Was hat denn deine Schwester, deine Cousine, dein... Ach, keine Ahnung was. Du kriegst das gleiche Bett wie sie. Und bei dir ändern wir das einfach noch in grün. Mal gucken, was das hier so für ein Grün ist. Okay, wir machen das so. Ja, so passt das schon. Und so. Das muss für dich reichen, Alter. Ja, du bist jetzt einer, der immer hin und her hopst. Hopp, 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 hopp. So, und bei Gloria können wir eigentlich nur hoffen, dass die vielleicht doch noch sich irgendwann mal verheiratet und einen anderen Namen trägt dann. Mhm. Statt bearbeiten. Okay, das heißt, wir haben hier jetzt Alexandra haben wir fertig, Gloria haben wir fertig, Anita haben wir auch fertig. Wir haben Leon fertig, wir haben Olivia fertig, wir haben Christoph fertig, wir haben da hinten die jungen Leute Hope auch fertig. Wo sind sie denn hier? Ah ja, hier haben wir auch nochmal Hope. Oh, die hatten aber mehr, oder? So kann das nicht funktionieren. Wen haben wir denn hier eigentlich alles? Aber ich schau mal. Nee, nicht rauswerfen. Aufteilen. Eddie. Louis. Genau. Ha, 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 ha. Hope, Louis. Warte mal, hier bei oben. Louis. So. Speichern. Ja, ich habe halt keine Ahnung, welches... Ja. Ja. Ja, 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 ja. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, ich würde hier jetzt mal eben schnell zu Ben reinschauen. Fortfahren. Weil da muss ich nämlich noch kein Haus bauen. Bei Dingens muss ich nämlich wieder ein Haus bauen. So. Genau. Das ist es. Wir haben hier Ben. Oh, Ben wird ja älter. Ben altert bald. So, wir brauchen hier kurz einen Zaun. Weil wir hier gerne eine Fliese setzen würden. In grün kann es ruhig bleiben, ja? so grünlich. So, dann hier dieses. Dann können wir den Zaun gerne kaputt machen, so. Und dann haben wir hier, hoppala, eine Küche. Ben braucht natürlich eine Küche und die sollte recht gut sein eigentlich. Ah, das gefällt mir ja gar nicht. Oh Mann. Der schaut ja schrecklich aus. Dann nehmen wir den in Weiß. Warte, dann setzen wir da hin. Ja, dann setzen wir da hin.
Und dann nehmen wir diesen Herd auch. Also ich glaube, das wird jetzt ab sofort mein Lieblingsherd, wenn man dadurch schneller kochen lernt. Das hätte ich vorher schon machen sollen, gell? Wieso habe ich das nicht gemacht? So, hier kommt Schwarz. Ja, passt schon, oder? Ich glaube, dann nehmen wir das hier einfach. Schlichter und einfacher. So, dann haben wir ja tolle Theken. Zu teuer darf es nicht werden. Zu teuer darf es nicht werden. Und zwar. Ja, genau, so machen wir das. So, weil wir haben dann hier am besten noch einen Mülleimer. Einen Mülleimer. So, und eine Spüle. Und so. Und dann können wir hier auch noch jede Menge Dinge hinhängen. Hinhängen. Passt das dazu? Also so zu 100% nicht wirklich, gell? Alter Falter. Aber ich mach das einfach mal so. Okay. Achso, hier hätten wir eigentlich noch ein Ding, gell? So, warte mal. Den hier möchte ich jetzt gerne weiter runtersetzen. Geht das nicht? Nee. Wie, die muss ich so weit oben lassen? Echt jetzt? Okay. So. Diesen machen wir noch. Bett haben wir, eine bessere Toilette noch und eine bessere Dusche auf alle Fälle. Ich meine, das ist Ben. Das ist bald ein alter Knacker, der darf gerne ein bisschen Luxus haben hier. So, der Rest ist mir eigentlich egal. So, also unten lebt Ben. Hier oben können wir gerne die junge Dame dann schlafen lassen. Jetzt bin ich nur gerade am Überlegen, wie ich das hier bastel. Ja, ich glaube, ich werde nämlich die Wand hier etwas anders machen oder woanders hinsetzen. Wand erstellen, Raum erstellen. Was ist das? Ist es so ein Zaun oder was? Ah, das ist so ein Zaun, okay. Nein. So. So, dann, was haben wir denn hier noch? Sie kriegt auch einen Schreibtisch. Aber der braucht nicht so teuer sein, gell? So, einen Schreibtisch mit einem PC und einem Sessel. So, einem schlichten Sessel. So, dann haben wir das schon mal gemacht. Dann braucht sie hier noch, genau, sie braucht noch, weil sie hat ja eigentlich ein richtig großes eigenes Reich, muss man hier sagen. So. Genau, das lassen wir nämlich einfach so farblich mal so, weil sie hat, ja, man kann nicht sagen, sie hat nichts Besseres verdient, weil, ja.
sagt man eigentlich nicht, gell? Aber sie hat eigentlich ein richtig cooles Zuhause, muss man hier sagen. Ich verstehe nur nicht, warum das hier so aufgebaut worden ist. Aber irgendwie ist es cool. Irgendwie ist es cool. Was ich jetzt noch machen könnte, ist hier das so zu machen, das hier wegzumachen, das hier noch zu machen, genau. Dann dieses hier hinzusetzen. Naja, ich glaube, schöner wäre es, wenn ich das Ganze hier so schräg mache. Bam, bam. So, Handtool, du kommst dann hier hin. Du kommst dahin. Das müssen wir jetzt hier so machen. Genau, so mache ich das so. Und dann kriegt sie eine offene, eine begehbare Dusche. So. Genau, gar nicht eklig. Sie kriegt so eine begehbare Dusche. Ist eigentlich richtig cool gemacht, oder? So, dann kriegt sie noch einen Fernseher. Einer, der am Boden steht. Ich brauche hier mehr Kontrast irgendwie. Das ist alles zu Dings. Haben die eigentlich ein Wohnzimmer? Oh, warte mal, wir haben noch gar keinen. Oh mein Gott, wir haben noch gar kein, noch gar nichts zum Essen, zum Hinsetzen. Oh je. Okay. Ich glaube, ich werde hier jetzt dann mal einen Cut machen. Ich weiß nicht, was ich denn geben soll. Diesen. Diesen hier mit keine Ahnung. Diesen hier. Dann kriegen Sie noch eine Couch. Okay, in Rot. Oder Orange ist es eigentlich, muss man sagen, ne? Und dann kriegen sie noch einen Fernseher dahingehängt. Einen Fernseher. Den da am besten, der keinen Platz hat. Ah, der hat auch keinen Platz, weil da eine Tür ist. Der hätte Platz. Ah, der kostet halt 9000 Simoleons. Bist du deppert? 8000 Simoleons. Eigentlich etwas, was sie gar nicht bräuchten. Das ist auch ein Fernseher? Lol, den hänge ich dahin. Der kostet wenigstens nur 4000. Okay. Gut. Ich werde hier jetzt erstmal einen Cut machen. Wir sehen uns dann natürlich in einer neuen Folge, wo es hier weitergeht bei den Sims. Und ja, ich werde dann Ben noch fertig ausstatten. Und oh, sie hat eh da einen Schreibtisch. Ja, werde Ben noch weiter ausstatten und dann hoffe ich, dass ich in der nächsten Folge noch Bianca fertig schaffe und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Bis dahin sage ich aber erstmal, ciao, ciao.